Lebenslanges Lernen ist für die Wirtschaft und hier auch für die regionale Wirtschaft ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Welt wird sich nie wieder so langsam ändern wie heute. Das heißt, alle Menschen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fachkräfte in den Unternehmen sind darauf angewiesen, sich permanent weiterzubilden, ein Leben lang dazuzulernen. Nur so kann Wirtschaft am Ende des Tages erfolgreich arbeiten. Digitalisierung, Demografie und die ganzen Krisen, die uns täglich herausfordern, inzwischen bewältigen. Und an der Fernuniversität gibt es dafür die optimalen Voraussetzungen, in jeder Lebenslage dazuzulernen, sich weiterzubilden, zu studieren. Die Fernuniversität Hagen ist nicht nur in Hagen und in der Umgebung ein wichtiger Ankerpunkt der Wissenschaft, der Forschung, der Weiterbildung, sondern sie ist deutschlandweit und auch darüber hinaus präsent. Sie hat die Chance, eben genau die neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung beispielsweise aufzugreifen und sie aus der Historie heraus, aber auch in der Zukunft weiterzuentwickeln, als der Ort, an dem aus der Ferne gelernt werden kann, an dem Kommunikation stattfinden kann, an dem Austausch stattfinden kann. Als zentrale Drehscheibe sozusagen in der digitalen Wissenswelt hat die Fernuniversität aus meiner Sicht eine Riesenperspektive. Die Fernuniversität bietet Menschen in allen Lebenslagen eine Chance, eine Perspektive, eine Möglichkeit für das lebenslange Lernen. Deswegen hat sie eine ganz entscheidende Rolle und deswegen hat man sich ja auch schon vor vielen Jahren dazu entschieden, eine staatliche Fernuniversität einzurichten. Eine Universität, die die Möglichkeiten hat, die Wissenschaft, die Bildung, die Forschung voranzutreiben, mit den modernen Mitteln der Kommunikation, mit der Digitalisierung eine entscheidende Rolle in der Wissenslandschaft in Deutschland und auch darüber hinaus zu spielen. Meine persönliche Verbindung zur Fernuniversität ist nicht nur, dass ich selbst auch in Hagen lebe und die Fernuniversität und die Menschen, auch hier die Stadt und die Region prägen, die hier arbeiten, sondern auch als Geschäftsführer der Freundesgesellschaft der Fernuniversität engagiere ich mich gerne über meine Zeit hinaus für diese wichtige Einrichtung, für die Region und vor allen Dingen für die Menschen, die sich dort weiterbilden. Ich wünsche der Fernuniversität für die Zukunft immer ein gutes Händchen, nicht nur im digitalen Raum, sondern auch in der Verbindung zur Region, zur Wirtschaft. Dort haben wir schon viel erreicht und ich bin mir sicher, dass die Fernuniversität, gerade die Fernuniversität, auch im regionalen Kontext richtig gut wirken kann. Deswegen viel Erfolg für die Zukunft auch von meiner Seite.